Hillaber at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Mein Name ist Füsun Yildiz. Ich arbeite seit 10 Jahren bei der Hillaber in der Gruppe Nachwuchs- und Potenzialmanagement und bin dort für das Thema Potenzialmanagement zuständig. Mein Aufgabengebiet umfasst die Identifikation von Potenzialen von Mitarbeitenden, die uns gemeldet wurden seitens der Führungskraft. Das heißt, wir schauen, in welche Richtung der Mitarbeiter sich hin entwickeln möchte. Also möchte er in Richtung Führung oder sie, vielleicht in Richtung Projekt, Vertrieb oder eine Fachkarriere. Und in diesem Kontext schauen wir eben, wo es noch was zu entwickeln gibt. Und da unterstütze ich die Mitarbeitenden dabei, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ihre Souveränität, ihre Überzeugungskraft, ihr Ausstrahlen. An meiner Arbeit gefällt mir ganz besonders, dass ich so viel Gestaltungsfreiraum habe. Das heißt, auf der einen Seite kann ich die Entwicklungsprogramme mitgestalten, mit ausfeilen. Und auf der anderen Seite ist es für mich ein ganz tolles Erlebnis zu sehen, dass Mitarbeitende sich weiterentwickeln, den nächsten Karriereschritt gehen. Und jedes Mal, wenn ich eine Führungskraft, die ich begleitet habe, vor mir sehe oder einen guten Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeitende, dann weiß ich, da war auch mein Beitrag mit dabei. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das, was uns ausmacht, das ist vor allem das respektvolle und wertschätzende Miteinander, das uns ausmacht als Hillaberner, als Hillaberinnen. Und das erzeugt wiederum ein Vertrauen in unsere Arbeit, in unser Tun. Das ist besonders für eine Bank tatsächlich, weil ich auch einfach andere Banken kennengelernt habe. Und dieser respektvolle Umgang miteinander ist das, was uns einfach ausmacht in der Bank. Das Zielbild ist tatsächlich einfach eine gute Bank zu sein. Und was machen wir dafür? Wir entwickeln auf der einen Seite unsere Mitarbeitenden, nämlich wir statten sie mit Kompetenzen aus, die sie tatsächlich auch benötigen, um gut die Zukunft mitgestalten zu können. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viel Gestaltungsfreiraum. Das heißt, wir können auch mitwirken, wir können mitgestalten. Und insgesamt bewegt sich die Hillaber, glaube ich, so wie sie aktuell aufgestellt ist, in eine so gut es geht sichere Zukunft. Eins unserer Projekte ist tatsächlich ein Entwicklungsprogramm, das wir jetzt dieses Jahr als Pilot aufgesetzt haben. Und da geht es letztendlich darum, die Mitarbeitenden in der Gruppe und auch in Zusammenarbeit mit Experten aus dem Haus weiterzuentwickeln, um die Zukunft der Hillaber zu sichern, um die Nachfolge sicherzustellen.